Ja, siebter Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Am kommenden Freitag, 18.30 Uhr, wird Beginn sein am 6.11. Ganz herzlich begrüßen darf ich unseren Trainer Uwe Kuschinath. Uwe, hallo. Hallo. Und wir legen auch gleich los, wie wir das meistens tun. Uwe, wie fällt die Nachbetrachtung zur 1:2-Niederlage in Osnabrück aus? Ja, ich komme nicht umhin, um ganz klar zu sagen, dass sie natürlich Spuren hinterlassen hat. Zum einen ist es so gewesen, dass wir in der Hinführung auf dieses Spiel natürlich von sehr, sehr vielen Problemen betroffen waren, die du so in der Woche erstmal handeln musst. Zum Zweiten war es dann natürlich auch so, dass wir auf zwei Mannschaftsbereichen, nämlich der Defensive, der Zentralen und der Offensive, nicht mehr allzu viele Optionen hatten, dass kurzfristig dann in der Offensive Alex Eswein und Aziz Bouadous den Daumen gesenkt haben im Abschlusstraining und gesagt haben, ein Einsatz ist einfach nicht möglich, dass neben dem Corona-erkrankten Tim Kister dann eben auch Gerrit Nauber ausgefallen ist. Er hat sich dann zwar für den Spieltag, für den Notfall zur Verfügung gestellt, aber war eben nicht einsatzfähig. Das alles hat mit Sicherheit die Vorbereitung auf das Spiel nicht erleichtert, darf aber am Ende natürlich keine Ausrede dafür sein, dass unsere Leistungen auswärts so extrem wechselhaft sind, dass es eben dreimal nicht zu Punkten gereicht hat, dass wir in allen Auswärtsspielen insgesamt in dieser Saison fünfmal eben in Rückstand geraten sind. Das ist uns zu Hause dann immer noch gelungen, das Ganze zu egalisieren oder auch in den Sieg umzuwandeln, aber auswärts eben noch nicht. Und deswegen ist in Summe natürlich die Nachbetrachtung des Osnabrück-Spiels schon ein absoluter Rückschlag gewesen. Ich glaube, dass die Punktezahl jetzt als Ausgangsposition gar nicht so der negative Faktor ist, sondern mehr die Tatsache, dass wir ein drittes Mal nicht unser Leistungsoptimum auf den Platz gebracht haben und deswegen ein drittes Mal konstatieren müssen, in Summe eben auch verdiente Verlierer gewesen zu sein. Und das kann nicht unserem Anspruch entsprechen. Du hast das Personal teilweise schon angesprochen mit Gerrit Nauber und Aziz Bouadous, Alexander Eswein. Tim Kister, fangen wir mit dem mal an, ist im Grunde genommen auf dem Weg der Besserung. Wie ist der Stand bei ihm auch nach der Corona-Erkrankung? Ja, ich glaube, ich darf da zwei, drei Sätze ausholen. Also prinzipiell war es hier in Sandhausen ja so, dass natürlich die Pandemie mit allem, was dazugehört, permanent präsent war. Es war uns aber eben vergönnt, vor allen Dingen in der schwierigen Phase der letzten Saison, ohne einen tatsächlichen Fall, auch im Umfeld der Spieler tatsächlich arbeiten zu können. Und auch zu Beginn der Saison war es ja so, dass wir permanent negativ getestet waren. Insofern war es dann natürlich eine erstmalige Konstellation, mit Tim einen positiv getesteten Spieler zu haben. Und man auch ganz klar sagen muss, das war eben jetzt nicht symptomfrei. Ich glaube, es ist auch so durch die Medien gegangen und Tim hat das, finde ich, auch in bewundernswerter Weise auch entsprechend dargestellt und begleitet, um so dieser Fiktion, Corona kann dir nichts anhaben oder ist gar nicht so schlimm, auch mal den Zahn zu ziehen. Also im Tim ging es wirklich zwei, drei Tage sehr schlecht. Und tatsächlich ist es so, dass vom Gesundheitsamt verordnet, der Tim Kister heute dann offiziell den ersten Tag raus ist aus der vorgegebenen Quarantäne, dass er heute getestet wird und damit sich dann entscheidet, ob er wieder ganz normal am Trainingsbetrieb teilnehmen kann in der Zukunft oder ob möglicherweise die Testung doch auch eine positive ist und damit sich logischerweise auch ein Fernbleiben von der Mannschaft verlängern würde. Aber nochmal, jetzt geht es dem Tim persönlich deutlich besser, aber es war keine symptomfreie Krankheit. Alternativen können fürs Wochenende, also beziehungsweise für morgen, aber wieder Alexander Eswein, Gerrit Nauber und Aziz Bouadous sein, die alle drei ins Training wieder eingestiegen sind. Wie ist der Stand bei den Jungs? Ja, alle drei haben tatsächlich die Trainingswoche auch komplett und ohne Probleme absolviert. Das war bei Gerrit irgendwo logisch, weil seine Probleme eigentlich mehr so in den Mittwoch, Donnerstag der letzten Woche hineinstrahlten. Er das Abschlusstraining aber ja schon wieder mitgemacht hat
und zumindest sich für den Spieltagskader dann in Osnabrück zur Verfügung gestellt hat. Bei den beiden anderen waren es eben muskuläre Probleme. Alex Esswein hat man ja nachvollziehen können, hat diese Probleme im Spiel hier gegen Paderborn bei seinem Debüt entwickelt, wurde jetzt sehr, sehr hartnäckig behandelt vom Physio, permanent behandelt und hat die Trainingswoche auch sehr, sehr gut überstanden. Dasselbe gilt für Aziz Bouadous, der auch alle Umfänge komplett mitgemacht hat. Dann haben wir noch zwei mit Julius Biada und Beza Halimi, die jetzt längere Zeit verletzt waren, sind aber auch auf dem Weg der Besserung. Wie ist der Stand da? Ja, bei Beza ist es tatsächlich so, dass er noch komplett im Einzeltraining ist und die Knieschmerzen aber zumindest noch keine Wiedereingliederung ins Mannschaftstraining zulassen. Da müssen wir tatsächlich abwarten, wie schnell der Heilungsprozess vonstatten geht. Da ist einfach noch keine ausreichende Stabilität in der Kniekehle vorhanden. Die lässt einfach hohe Belastungen und dementsprechenden Mannschaftstraining überhaupt nicht zu. Bei Julius Biada, ich finde, da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein mit Prognosen. Also das direkte Umfeld und Julius selbst spiegeln, dass diese prognostizierte Zeit von 4 bis 6 Wochen weg von der Mannschaft, dass die sich eher verkürzen. Aber da muss ich natürlich auch noch sehr, sehr vorsichtig sein. Er ist logischerweise für das Braunschweig-Spiel keine Option. Und wir haben Stand heute mal die Hoffnung, dass er im Rahmen der Länderspielpause dann wieder zur Mannschaft stößt. Aber nochmal, das ist eher eine vorsichtige Prognose. Gut, dann kommen wir zum morgigen Gegner. Der Aufsteiger Eintracht Braunschweig wird hier am Hartwald zu Gast sein. Die Mannschaft von Daniel Mayer. Zuletzt mit einem 3:2 Heimsieg gegen Nürnberg durch einen späten Proschwitz-Elfmeter erfolgreich. Wie erwartest du die Braunschweiger? Naja, ich glaube, prinzipiell gilt für die allermeisten Aufsteiger, dass die klare Zielsetzung der Klassenerhalt ist. In Braunschweig hat man mit Sicherheit ein sehr überraschendes Fazit aus dem Aufstieg gezogen, nämlich das, dass man trotz dieses Erfolgs einschneidende Maßnahmen, personelle Maßnahmen in die Wege leitet. Die auffälligste war mit Sicherheit ein Trainerwechsel. Das ist ja eher ungewöhnlich für einen Aufsteiger, aber das Fazit im Verein war das, dass man eben sich auf dieser Position verändern möchte. Und darüber hinaus ist auch im Spielerkader sehr, sehr viel passiert. Zuletzt muss man ganz klar sagen, dass ähnlich wie bei uns es schon zwei Gesichter der Eintracht gab. Das war so dieses sehr, sehr überzeugte, total siegessichere Gesicht zu Hause. Da darf man eben nicht vergessen, dass Eintracht Braunschweig nicht nur zuletzt mit Last-Minute-Toren gegen Bochum sogar in der Unterzahl zwei sehr starke, ambitionierte Mannschaften wie den VfL Bochum und Nürnberg geschlagen hat, sondern dass in den Heimspielen dazu ja auch noch ein Unentschieden gegen Kiel kam, die wirklich gut drauf waren, und ein DFB-Pokalsieg gegen Hertha BSC Berlin. Umgekehrt, ähnlich wie bei uns, konnte man auswärts eben noch nichts Positives, nichts Zählbares mitnehmen. Und deswegen gilt unser Fokus natürlich sehr, sehr stark neben der Analyse der Gesamtsituation einfach so dieser Hoffnung, dass wir mit einem Heimspiel, wir haben 7 Punkte aus 3 Heimspielen geholt, wir sind am Hartwald aktuell sehr, sehr stark, dass wir vor allen Dingen dieses Pfund natürlich in die Waagschale werfen, verbunden mit der Tatsache, dass Eintracht Braunschweig eben auswärts bis jetzt noch nicht dieses Heimgesicht zeigen konnte. Ja, also Heimstärke gegen zumindest bislang noch eine Mauer-Auswärtsbilanz. Und damit leiten wir über zu den Fragen der Kollegen. Bitte schön. Wir fangen an mit Andreas Linn von der Schwetzinger Zeitung. Andreas. Ja, hallo zusammen. Spielt es eine Rolle, dass der Kobylanski bei Braunschweig möglicherweise nicht spielen kann? Stellt ihr euch darauf ein oder hat es auf Ihre taktischen Überlegungen wenig oder keinen Einfluss? Ja, die taktischen Überlegungen sind von dieser Personalie übergeordnet nicht so sehr beeinflusst, wie tatsächlich die Vorbereitung meiner Mannschaft auf diese enorme individuelle Qualität. Ich kenne Martin schon sehr, sehr lange und Martin ist eben ein Spieler, der einen unfassbaren rechten Fuß hat. Das hat er in der letzten Saison in Braunschweig nachgewiesen, wo er der absolute Schlüssel für den Aufstieg war, gerade in der Endphase
sowohl was Torbeteiligungen als auch eigene Tore angeht, auf einem wahnsinnig hohen Niveau gespielt hat. Das betrifft Standardsituationen, das betrifft seinen Abschluss aus der zweiten Reihe. Und damit ist er natürlich ein besonderer Spieler für dieses Team mit einer besonderen Qualität. Und darüber hinaus hat Martin natürlich auch unheimlich draufgepackt in Sachen Persönlichkeitsentwicklung. Man sieht, er führt die Mannschaft an, er übernimmt Vertrauen in schwierigen Situationen, er entscheidet Spiele, darauf kann sich die Eintracht verlassen. Und deswegen ist das natürlich ein individuelles Kriterium, was ihn schon enorm anhebt innerhalb dieser Gruppe. Zweite Frage, Klaus Weber, Rhein-Neckar-Zeitung. Herr Schenatz, wie erwarten Sie die Braunschweiger? Das war im Vorfeld zu reden, vor der Saison, Ballbesitz, Fußball, ist das so eingetreten? Was muss man da besonders bei denen achten? Ja, also ich habe jetzt festgestellt, dass schon auch, und ich glaube, da ist Eintracht Braunschweig in der Herangehensweise und der Idee gar nicht so weit weg von unserer Situation nach Corona, dass Braunschweig das Spiel erstmal sehr vereinfacht hat. Sprich, man hat einen sehr, sehr starken Zielspieler mit Nick Proschwitz in vorderster Linie, der zu Beginn der Saison nicht immer in der Startelf stand, der aber für eine Sache steht, neben seiner Erfahrung eben für eine enorme Lufthoheit, für eine enorme körperliche Präsenz. Um ihn herum spielen zwei unterschiedliche Typen mit Kaufmann und Kobylanski, die aber Geschwindigkeit und Torgefährlichkeit mit auf den Platz bringen. Und Eintracht Braunschweig ist etwas von dieser ballbesitzorientierten Art des Beginns schon abgerückt und versucht, das Mittelfeld sehr, sehr schnell zu überbrücken mit langen Bällen auf Zielspieler Proschwitz. Tatsächlich sich dann möglichst mit viel Personal am gegnerischen Strafraum festzusetzen. Diese Spielidee, die ist nicht so weit weg von der, die wir letztes Jahr entwickelt haben, als wir einfach auch eine sportliche Problematik hatten. Insofern gilt es logischerweise, meine Mannschaft vor allen Dingen auf diese Ausgangssituation vorzubereiten. Wir begrüßen vom SWR Patrick Fiegei. Herr Fiegei, möchten Sie auch eine Frage stellen? Dann jetzt bitte. Okay, ich glaube, er wird als stiller Zuhörer am Start sein. Dann gehen wir zurück. Andreas Linn. Zweite Runde, bitteschön. Ja, wie denken Sie, die Biada-Position diesmal auszufüllen? Und wie weit seid ihr eigentlich durch seinen Ausfall geschwächt oder fast schon etwas von seiner Kreativität und so abhängig? Naja, ich glaube, der letzte Teil Ihrer Frage, der ist am Ende natürlich ein Verdienst des Spielers selbst. Julius hatte letztes Jahr schon einen schweren Start. Verletzungsbedingt hat er viele Rückstände gehabt. Ich glaube auch, dass er so im Sinne einer fußballerischen Selbstverständlichkeit natürlich auch so die Probleme aus der Lauterer Zeit einfach erstmal mit hierher genommen hat. Das schüttelt man nicht so einfach ab, dass man mit viel Hoffnungen versehen nach Kaiserslautern kommt und dann dort eigentlich keine übergeordnete sportliche Rolle spielt. Aber Julius hat vor allen Dingen eben eine unglaublich tolle Zeit gehabt nach Corona und war mit Sicherheit ein Schlüssel dafür, dass wir sehr, sehr gut gepunktet haben. Hat sich dann natürlich auch wieder so in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gespielt. Das hat ihm sehr gut getan. Und natürlich ist Julius auch neben dem Platz jemand, der gerne Verantwortung übernimmt, der schon auch ein meinungsstarker Typ ist. Insofern gefällt er mir als Persönlichkeit auf dem Feld einfach. Und natürlich, wenn so ein Spieler wegbricht, der so ein Achsenspieler war, der in den letzten Spielen immer auf dem Platz stand, auf den man sich verlassen konnte, der auch mal so durch einzelne Momente ein Spiel verändern kann. Wenn der rausbricht, dann musst du versuchen, das zu ersetzen. Und da gibt es zwei Ansatzpunkte. Der eine Ansatzpunkt ist der, es 1:1 zu tun, also einen anderen Spieler auf diese Position zu stellen, der über ähnliche Fähigkeiten verfügt. Und die zweite Möglichkeit ist eben die, auch das System zu verändern. Das haben wir vor allen Dingen gegen Paderborn und jetzt gegen Osnabrück getan, indem wir einfach in einer anderen Grundordnung gespielt haben, indem es diese ganz klassische Zehnerposition gar nicht gibt. Und ja, vor allen Dingen Kevin Behrens so etwas mehr in diesen Räumen sich,
sich herumgetrieben hat. Natürlich nicht als der klassische Ideengeber, sondern mehr als derjenige, der aus der Tiefe dann auch immer wieder in die Spitze stößt, so wie er das beispielsweise beim Anschlusstreffer in Osnabrück getan hat. Insofern geistern in meinem Kopf diese beiden Ideen rum. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich in Bezug auf die Braunschweig-Taktik da noch nicht zu viel verraten möchte. Aber auf der Hand liegt ja, es gibt diese zwei Ansatzpunkte. Ersetze den Spieler 1:1 oder zumindest in einer identischen Grundordnung, klassisch als Zehner, oder versuche einfach diese Position im Grunde genommen auf dem Feld ganz anders zu besetzen, weil die gesamte Statik des Spiels anders ist. Und wenn wir schon auf den Platz auf ihn verzichten müssen, ein kleiner Hinweis, bei Sky wird er im Vorlauf im Interview sein, unser Julius Biada. Insofern können die Fans da auch noch ein bisschen zuhören. Zweite Runde, weiter geht's. Klaus Weber, bitteschön. Herr Koschinat, könnte der Alexander Iswa in diese Zehnerrolle übernehmen oder sehen Sie den Dings nur auf dem Flügel oder weiter vorne sogar? Nein, das war tatsächlich ein wichtiger Grund, warum die Personalie Alexander Eswein für uns mit Sicherheit sehr, sehr interessant war, weil er auch diese zentrale Position hinter einer oder sogar zwei Spitzen mit Sicherheit auch spielen kann. Ja. Gut, wir bleiben beim Duo. Andreas Lenn, weitere Nachfrage bitte. Diego Contento hat ja in Osnabrück jetzt nicht immer gute Figur gemacht. Wie habt ihr das aufgearbeitet und ist er wieder mit dabei? Also die Aufarbeitung, die war sehr klar und deutlich. Ich glaube, dass ein Spieler mit dieser Erfahrung, der muss nicht belehrt werden darin, dass er einfach durch keine guten Entscheidungen auf dem Platz zur Niederlage beigetragen hat. Das weiß er sehr selbst und das hat er auch mir absolut gespiegelt. Wir haben aber in einem sehr, sehr langen Gespräch, in dem auch der Sportdirektor Michael Kabatscha dabei war, haben wir die Gesamtsituation Diego Contento mit ihm persönlich einfach nochmal erörtert. Wir waren uns sehr bewusst, dass eine optimale Form von Diego Contento sehr, sehr stark erstens davon abhängt, dass der Spieler mehrheitlich verletzungsfrei durch Vorbereitung und die erste Phase der Saison kommt. Ich glaube, das haben wir mit einem kleinen Rückschlag, aber das war eine Fußverletzung aufgrund einer Prellung, hervorragend geschafft. Also es gab keine anderen körperlichen Rückschläge. Und darüber hinaus war mir absolut klar, dass Diego Contento abschließend zu bewerten tatsächlich erst im November möglich ist, also quasi jetzt in dieser zweiten Länderspielpause. Dafür musste ich feststellen, ob Diego seine Leistungssituation sehr ähnlich einschätzt wie wir, und das war wohltuend offen. Er hat ganz klar gesagt, an diesem Tag hat er daneben gelegen. Er hat auch ganz klar geäußert, dass er mit seiner Leistung über gesamte 90 Minuten in den jeweiligen Spielen noch nicht zufrieden ist. Ich bin sehr zufrieden mit dem körperlichen Zustand des Spielers, weil wir es wirklich geschafft haben, ihn sukzessive nach vorne zu bringen körperlich. Und jetzt geht es logischerweise darum, dass der Spieler weniger fehleranfällig, deutlich aktiver wird, dass er auch zweikampforientierter spielt. Das muss diese zweite Liga einfach verlangen. Das haben wir in einem persönlichen Gespräch nochmal dargestellt, aber wir sind wirklich weit, weit weg davon, uns von der Idee zu verabschieden, mit ihm einen Spieler zu bekommen, an dem wir tatsächlich noch viel Freude haben. Und da war natürlich die Einsicht des Spielers, von sich aus heraus zu sagen, Trainer, da brauchen wir jetzt nicht lange um den heißen Brei herumzureden, da hänge ich einfach sehr, sehr stark mit drin an dem Tag und ich bin nicht zufrieden. Das ist erstmal ein ganz hervorragender Ausgangspunkt, um so eine gemeinsame Ebene zu haben, um gemeinsame nächste Ziele festzulegen. Und da habe ich einen sehr, sehr offenen und klaren Diego Contento erlebt. Klaus Weber. Der Kevin Behrens hat sein erstes Tor geschossen. Erwarten Sie jetzt so ein bisschen, dass der Groschen gefallen ist bei ihm auch? Gab es eine Befreiung dieser Woche? Wie haben Sie ihn wahrgenommen? Ja, ich glaube, bei jedem Stürmer sind Tore schon auch ein Brustlöser. Aber es ist eben auch kein Automatismus. Das zeigt logischerweise so die Situation bei Keita, der ganz große Triumphator des ersten Spieltags war. Aber das ist eben dann kein Automatismus, dass das permanent so weiterläuft. Insofern, glaube ich, muss man Offensivspieler auch immer wieder
durch kleinere Dellen einer Saison begleiten. Und das haben wir im Fall Kevin Behrens aus meiner Sicht hervorragend getan. Und natürlich setze ich ganz, ganz hohe Erwartungen in diesen Spieler. Und natürlich wünsche ich mir, dass das Tor in Osnabrück ein ganz, ganz typisches Behrens, vielleicht auch ein ganz, ganz typisches Sandhausen-Tor insgesamt, dass das natürlich auch so ein Stück weit ein Brustlöser für ihn ist, ganz klar. Gut, Andreas Lin haben wir gerade kurz verloren, sehe ich. Aber Klaus, hast du noch eine weitere Nachfrage? Ja, Robin Scheu hat das vorletzte Spiel gut gespielt. Wie fanden Sie ihn jetzt beim letzten Spiel und wird er wieder dabei sein? Wie fanden Sie ihn denn? Ich habe es nicht gesehen. Nein, ich glaube, dass der Robbe wirklich in einer sehr, sehr guten Verfassung ist. Dass der Spieler eine unheimlich hohe Intensität aktuell auf den Platz bringt. Dass er aber auch, das hat er ja zum Ende der letzten Saison schon angedeutet, jetzt aber auch deutlich torgefährlicher wird. Ich empfand die Situation mit der Contento-Flanke und dem tollen Kopfball von Robin an die Latte, fand ich, stand stellvertretend dafür, dass er eben auch in diese Zielräume rein will, dass er Torgefahr ausstrahlen will und darüber hinaus aber niemals Intensität für die Gruppe verliert. Deswegen finde ich, Robin Scheu ist derzeit in einer sehr, sehr guten Verfassung. Holst du Andreas Lind noch mal gerade rein? Guck mal, ja, der ist raus. So. Kein Problem. Ja, beides, alles gut. In diesen Zeiten ist das so. So, Klaus, du kannst, wenn du willst, gerne noch eine weitere Nachfrage stellen. Ja, Gerrit Nauber wieder dabei, statt Nils Röseler. Wie sieht es da aus? Was denken Sie? Ist auf jeden Fall wieder dabei. Also, steht im Kader. Alles andere lassen wir offen. Wie wichtig ist das Spiel jetzt für Sie? Sie können einen riesen Sprung machen eigentlich durch die Tabellenkonstellation oder halt erstmal unten drin hängen. Ist das schon ein sehr, sehr wichtiges Spiel? Naja, wir befinden uns wieder in einer Ausgangssituation, die so den Abschluss einer Phase darstellt. Die erste Phase war der Saisonstart bis zum Spiel gegen Pauli, ne, der dann unterbrochen wird durch so eine Länderspielphase. Da haben wir inhaltlich aus meiner Sicht durchaus auch noch richtig, richtig viel Luft nach oben gehabt. Aber die Punkteausbeute war ja nahezu optimal. Also wenn du als SV Sandhausen aus den ersten drei Spielen 6 Punkte holst, dann geht es dir prinzipiell erstmal gut. Jetzt ist das Gegenteil eingetreten. Ich habe der Mannschaft vor dem Osnabrück-Spiel gesagt, die aktuelle zweite Liga, die stellt sich für ein Team wie uns und für ganz, ganz viele andere eben permanent so dar, dass du entweder im Sutterring wohnst oder aber eben eine schöne, lichtdurchflutete Wohnung bewohnst. Ne? Und derzeit sind wir eher so in der Tendenz Sutterring. Und das kann sich mit einem Sieg gegen Braunschweig brutalst verändern. Und das streben wir an. Denn nochmal, wir haben zu Hause eine ganz fantastische Bilanz und die nehmen wir mit in dieses Spiel. Danke. Gut, wenn es keine weiteren Nachfragen mehr gibt, dann vielen Dank. Ich darf noch hinweisen, wer das Spiel nicht auf Sky nachverfolgen kann. Natürlich ist unser Hartwald-Hörfunk präsentiert von der Klinger und Kollegen Steuerberatungsgesellschaft wieder am Start und wird natürlich berichten. Ansonsten mit einem Augenzwinkern haben wir angeteasert Dopsy versus Jägermeister. Dabei wünschen wir allen viel Spaß und von unserer Seite gesund und vernünftig bleiben. Dankeschön, bis die Tage. Tschüss. Ja, gute Gesundheit. Alles Gute bis Freitag. Ciao. Danke.